Krasinta. Das Rad. Jetzt schauen wir zum Storch rüber. Krasinta Fatima kommt in Gens Schicksal los. Die Definition der Bereitschaftszustand oft. Die Flecken und Bereitschaft, Notruf, Knittelfeld, Notarzt und noch einmal Blaulicht. Bereitschaftszustand als mentaler und neuraler Zustand. Die Einstellung wird auch so ähnlich beschrieben, ich glaube von Gordon Oldport oder was. Die Erfahrung strukturiert, gesteuert. Unterliegt dynamisch Einfluss weißer Rechenbank ausrichten. Reaktion, Individuum, Situation, Objekte, Personen, Subjekte, Individuen, Kollektive, Beziehungen, Resonanzen. Der Storch, das Blut, die Zähne, die Glut, heiß. Das Teer, zerschmolzen die Spuren, der Bus. Die Straße zerborsten und die Dramatiker. Servus. Servus. Schau. Ich bleib fast picken. Die Zähne bleiben picken. Da reißt mir die Schlorat raus. Die Tendenz. Einfach ausgedrückt. Es handelt sich also bei der Einstellung um eine Erfahrung oder um Erfahrungen, schau, da Gäste Kanten brechen. Also an die darauf beruhenden psychischen Reaktionstendenzen. Zirkus unter Wasser, 77 behinderte Kinder, Pflegelinge, ermordet. Heute schaut es manchmal nichts besser aus. Völkermord, unterschwellig, verstehst du? Reaktionstendenzen, Seele geschwächt, ausgedrückt, ja, durch bestimmte Einstellungsgegenstände, Zuneigung, Abneigung, Ablehnung, Aversion, Antipathie, selbst geschwächt, verstehst? Der Fuchs ist noch listig, also der im Wald lebt, aber der Mensch ist manchmal geschwächt. Explizit, implizit, die Einstellungen, das Unterscheidungsvermögen zwischen expliziten Einstellungen als bewusste, also diese ausgesprochenen, verbalen oder verbalisierten oder verbalisierbaren Bewertungen und den schnellen, automatischen und den unterbewussten oder unbewussten Bewertungen, die ja auch stattfinden oder die in dem Traumhaften oder irgendwo daneben auch zwischen den Zeilen den impliziten Einstellungen, also beigemeint, so, dass diese so beigemeint werden.